Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Machen einen kleinen Spaziergang. Ja, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, worüber wir heute in dem Video so reden werden. Beziehungsweise ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen werde. Ja, gestern kam der Ultra-Bonus. Also ich hoffe, ihr seht mein Gesicht und nicht, dass ihr einfach hier nur hier drauf schaut. Ich hoffe, warte, ich nehme mich mal noch ein bisschen runter. Ja, gestern kam der Ultra-Bonus, also wurde angekündigt. Kommen tut er erst übermorgen am 13. Es gibt viele Meinungen, viele finden es gut, viele finden es schlecht. Hab's das so ein bisschen analysiert, check das Video ab. Also meine Reaktion, mein Fazit darüber. Aber an sich wollen wir heute ein bisschen genauer drauf eingehen. Bezüglich zum Beispiel der Muti-Rates, die kommen werden für einen Monat, über einen Monat. Bis zum 23. Oktober. 20. September. Wenn Regi Rock weg ist, bis zum 23. Oktober. Das ist schon eine lange Zeit. Selbst wenn man nur den freien Raid Pass einsetzt, sind das über 30 Raids. Und Mewtwo hat eine krasse Fangwahrscheinlichkeit. Habe jetzt wahrscheinlich, also für mich selber, für meinen Kleinen und für andere, wahrscheinlich über 40 Mewtwo gefangen. Von 40. Also mir ist noch nie einer geflohen. Das heißt, selbst bei den 30, das sind 30 sichere eigentlich. Also wahrscheinlich fliegt dann ein, zwei oder sowas, aber die Wahrscheinlichkeit, den zu fangen, ist halt extrem hoch. Okay, kleiner Kulissenwechsel. Die Bauarbeiten waren ein bisschen zu laut. Hier seht ihr alle meine Mewtwo. Einer fehlt. Den habe ich Demi getauscht. Der ist 96 Glücks geworden für einen Lapras. So, das sind 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 Mewtwo. Und Einladung hatte ich wahrscheinlich viel mehr, also ich habe sehr viele entgehen lassen. Darüber reden wir natürlich auch noch. Das mit den Einladungen, werden noch X-Rays stattfinden und wie es dann so in der Zukunft aussieht, weil die Motivation ist natürlich sehr gering, wenn jeder weiß, dass der nächste X-Ray-Boss, falls es noch X-Rays geben wird, dann irgendwann am Ende eh für einen Monat kommen wird. Wozu dann extra triggern, wozu dann extra freinehmen, wozu dann extra dahin gehen, wenn der eh für einen Monat dann für alle verfügbar sein wird. So, wir sind wieder da. Video kann weitergehen. Aber davor gehe ich noch kurz zum Penny und dann gehen wir über X-Rays, Mewtwo, Ultra Bonus. Bleibt dran. So, fast 8 Stunden später. Ich bin wieder zu Hause. Vorhin hat es sich dann doch nicht ergeben. Okay, was heißt vorhin? Heute Mittag hat es sich doch nicht ergeben, das Video zu drehen. Deswegen hier gechillt. Kein Wind, alles gut. Können wir nochmal drüber reden? Also erstmal zu Mewtwo, der jetzt dann für einen Monat als normaler 5er legendärer Raid Boss kommen wird. Das ist halt eigentlich genau dieselbe Sache, Situation wie in Dortmund und dann das mit Corazon, dass dann einfach jeder Corazon bekommen hat. Dazu habe ich ein Video gemacht, meine Meinung, dass ich es nicht schlimm finde, dass jeder Corazon bekommen hat, weil wir haben immer noch die Erinnerung an unser besonderes Corazon. Dasselbe gilt natürlich für Mewtwo. Ich kann mich noch an jeden einzelnen Mewtwo Raid erinnern. Ich fand es immer spannend, wollte immer eine Einladung haben. War, ja, ich will nicht sagen aufgeregt. Aber ich habe mich auf jeden Fall immer gefreut und wollte immer eine haben. Und dann halt die große Frage: Kriegt man eine? Wo hat man geradet? Kriegt man da einen Pass? Kriegt man dort einen Pass? Und dann hat man einen Pass bekommen, man hat sich gefreut. Und dann die Frage natürlich: Schafft man es hin? Schafft man es sich hin? Man muss seinen Tag planen. Also, diese ganzen Sachen haben mir echt gefallen. Die Frage ist jetzt natürlich für die Zukunft: Falls es weitere X-Rays geben wird, falls Deoxys kommen wird als sechster X-Ray-Boss zum Beispiel, wie groß wird die Begeisterung sein? Montag nicht in die Arbeit zu gehen, einen Tag frei zu nehmen oder früher von der Schule zu gehen und was weiß ich, irgendwelche Termine zu verschieben, um den X-Ray zu machen, wenn dann jeder weiß, okay, nach einer bestimmten Zeit am Ende wird der X-Ray-Boss ausgetauscht und davor wird er noch einen ganzen Monat einfach als normaler Raid-Boss da verteilt an alle. Könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, jetzt mit dem Wissen, würdet ihr für den nächsten X-Ray-Boss, falls zu jeder einer kommt, genau dasselbe tun, also weiterhin triggern und weiterhin zu den ganzen Terminen gehen? Oder wäre euch dann etwas unwichtiger, etwas irrelevanter? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Da gibt es natürlich noch den Punkt mit diesem ganzen, was mir persönlich gar nicht taugt, entwerten. Dieses, oh, dann ist Mewtwo gar nichts mehr Besonderes, dies, das. Also an sich in Pokémon ist gar nichts Besonderes. Das haben wir ja eigentlich schon kennengelernt. Ich meine, ja, wie soll man das sagen? So wie sich Pokémon entwickelt, nicht nur Pokémon Go. Das ist eigentlich immer so bei egal was im Leben.
Ich nehme mal jetzt, keine Ahnung, Animes als Beispiel. Wisst ihr noch damals, Namek Saga gegen Freezer? Alle Nicht-Dragon Ball-Fans, die haben jetzt keine Ahnung, worüber ich rede. Aber wie krass Vegeta den legendären Super Saiyajin, der nur einmal alle 10.000 Jahre oder so kommen soll, gehypt hat, okay? Und dann wurde Goku der Super Saiyajin. Wie krass das war, okay? Richtig heftiger Moment in Anime-Geschichte. Und dann zur Buu-Saga, wie Trunks und Goten, zwei kleine Zwerge, einfach so aus dem Nichts Super Saiyajins werden. Nichts mehr Besonderes. Und das ist eigentlich immer so. Auch in Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel das Kartenspiel. Es gibt Karten, die waren damals so richtig krass und mit der Zeit gar nichts mehr. Gibt es halt tausendmal krassere Sachen. Und das ist halt in Spielen so. Man muss immer was eine Stufe höher und krasser ist, als das davor, damit die Leute am Ball bleiben. Manche sagen jetzt, ja, Mewtwo gar nichts mehr Besonderes. Und manche haben davor schon gesagt, Mewtwo ist gar nichts Besonderes. Jede Woche eine Einladung, was ist daran schon besonders? Und dann gibt es ein paar, die haben noch nie eine Einladung bekommen. Und die kriegen halt jetzt ihre Chance. Wen juckt's? Wen juckt's, was andere Leute in ihrem Beutel haben? Das hat absolut gar keinen Einfluss auf dein Mewtwo. Das macht es nicht schlechter, das macht es nicht langsamer, schlechter, schwächer, was weiß ich. Ich muss echt sagen, die meisten müssen von diesem Gedanken runterkommen, dass irgendwas Wert hat oder so in Pokémon Go. Es geht in Pokémon echt nur um die Erfahrung. Die ganzen Momente, der Spaß, den ihr zu der Zeit habt. Es geht nicht im Nachhinein darum, wie wertvoll eure Sachen sind, weil ich habe eine Nachricht für euch, eine Neuigkeit. Die sind nichts wert. Nur eure Erinnerungen, die haben Wert. Die Frage bleibt halt jetzt, warum hat man sich so viel Mühe gegeben, um zu triggern, um die X-Ray-Pässe zu bekommen, sich die Zeit dafür zu nehmen und dann dort den Raid zu machen. Wie gesagt, so ist halt das Prinzip. Das haben wir schon bei anderen Sachen miterlebt. Zum Beispiel Lavita. Könnt ihr genauso sagen, wieso bin ich mehrere tausend Kilometer mit Lavita gegangen, um da genug Bonbons zu sammeln? Wenn dann zigtausende Events stattfinden, inklusive Lavita C-Day, wo ich dann einfach mit Candies überschüttet werde, kann man genauso den Punkt bringen. Also denselben Punkt kann man auch bei den normalen Legendären bringen. Wieso habe ich beim ersten Mal so viele Raids gemacht, wenn Zapdos, Arctos und Lavados zum zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal wiederkommen? Ja, sind sie halt wiedergekommen. Und jetzt, entweder machst du es oder machst du es nicht. Hat dich ja keiner beim ersten Mal gezwungen, 10.000 Raids zu machen. Und hat dich auch keiner gezwungen, beim zweiten Mal 5.000 Raids zu machen. Und hat dich auch keiner gezwungen, beim dritten Mal 1.000 Raids zu machen. Mach so viele Raids, wie du willst, aber wie viel Zeit und Energie du in das Spiel investierst, ist vollkommen deine Sache. Also beschwer dich nicht bei Niantic, dass du damals so viel Zeit, also ich rede jetzt allgemein, fühlt euch nicht angesprochen, dass du damals so viel Zeit und Energie aufgewendet hast, um irgendwas zu machen, und dann wird es irgendwann später hinterher geworfen. Ja, an sich bin ich hier irgendwie ein bisschen ausgeschweift. Ich weiß eigentlich auch gar nicht genau, was ich sagen will. Random Video heute zu den Mewtwo X-Rates, beziehungsweise nicht X-Rates, sondern normale Raids jetzt. Ultra Bonus. Ja, das mit den regionalen, das ist ein ganz anderes Thema. Heute eigentlich nur Mewtwo. Abschließende Worte. Gönnt euch ein paar Mewtwo Raids. Heute nicht so hart rum, um ehrlich zu sein. Mewtwo ist nicht dadurch entwertet worden, weil er hatte von Anfang an keinen Wert. Den Wert, den legt ihr euch selber. Den bestimmt ihr selber. Wie viel Zeit und Mühe ihr in das Spiel investiert und für Mewtwos. Das habt ihr euch selber zuzuschreiben. Dementsprechend, dass Mewtwo jetzt für alle kommt, entwertet nicht eure Leistung und eure Bemühen, die ihr damals in eure Mewtwo gesteckt habt. Das Wichtigste ist, ihr hattet euren Spaß damals. Also ich hatte meinen Spaß. Mit dem ganzen Getrigger, mit den ganzen Raids, hinfahren. Also auf jeden Fall gute Erinnerung. Und das ist ja das Wichtigste. Die Erinnerung. Wir spielen das Spiel ja nicht, um wertvolle Pokémon zu haben. Sondern einfach aus Spaß. Das solltet ihr nie vergessen, weil ja, Niantic macht auf jeden Fall viel Unsinn und auf jeden Fall sehr Geld. Ganz ehrlich, Geld geil. Die ganzen Raids. Vielleicht kommt noch eine Ansage. Ich habe in letzter Zeit viel Tanzverbot geschaut. Der macht jemand diese Ansagen. Vielleicht kommt noch eine Ansage gegen Niantic. Weil das mit den Raids gefällt mir schon lange nicht. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Jetzt habe ich wieder vergessen, worüber ich rede. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.